verbrennen. Die nerven. Jetzt bin ich... Hallo? Kann der mal bitte sterben, wenn ich den abschieß, wie auch immer? So, machen wir erstmal Checkpoint. Neven. Nach Sinnoh hat die Artisan-Welt einem seiner fiesesten Gumpane anvertraut. Auf geht's! Es ist Zeit für dein Barbecue! Sei vorsichtig, Spyro. Dieser Boss ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, das Spyro hat da schon recht. Es ist nicht allzu schwer. Bis auf diese Hunde da und diese Bauern. Ja, so. Dann machen wir mal links. Jetzt diesen Gang da, wie so Hunde sind. Genau. So. Huch. Die Musik hat sich ein bisschen geändert. So, komm her, was bietest du? Was? Oh, Mann, oh. Scheiß Hund. Die sind nervig. So, den. Auch noch abfackeln. Oh, der hinterlässt uns Edelsteine. Okay, Hunde. Ah. Ey, was soll denn das? Ich hab den doch abgefackelt. Okay, da ist ein Schaf drin. Okay, und sowas nennt sich Toasty. Ja, geht. Okay. Hund, ne? So, wenn wir mal sagen. Tschüss, du Schaf. Oh, 15 Edelsteine gleich. Schön, schön. So, fehlt noch ein bisschen. 4 Stück. Haben wir. Alle Edelsteine, Drache. Nach Hause. Cool, dann können wir jetzt in die nächste Welt. Toll. Haben wir die geschafft. Finde ich klasse. Gehen wir gleich in die nächste Welt. 1000 Edelsteine. Toll. Dum, dum, ab in die nächste Welt. Haben wir die geschafft. Wie man sieht. Alle Level, alle Eier, Edelsteine, 13%. Ging schnell, finde ich. Doch, relativ. So, euch töten wir noch einmal, oder den einen zumindest. Und dann gehen wir zu Marco und gehen in die zweite Welt. So, Marco, der Ballonfahrer. Guck mal, Spyro, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Du kannst die Zeit in die Welt der Peacekeeper fliegen. Okay. Ja, zu den Peacekeepers. Witch. Wir sind bei den Peacekeepers. Jo. Ballon landet jetzt in 3, 2, 1. Klatsch. Na gut, klatsch. Ja. Peacekeepers. Hört sich aber so ein bisschen militärisch an, die Musik. Titan. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich ihn weggedrückt. Gut, das wollte ich nicht. Somit gibt es ja die tolle Option. Willkommen bei den Peacekeepers, Spyro. Sieh nur, wie unsere Schätze gestohlen und gegen uns verwendet werden. Hol sie zurück, Spyro. Schatz finden, alles klar. Kein Ding. 17 Drachen. So, wie viele Edelsteine gibt es denn hier? Oh, und sogar ein Ei. Das sind wir auch 200. Noch 2 Drachen. Kein Ding. Ja, komm, machen Abgang. Oh, hier gibt gleich 5. Das wird wohl nicht allzu viele Gegner hier geben. So, rennen wir erstmal durch hier. Nimm so alles mit, was hier so rumliegt. Bam, 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 bam. So, gehen wir rechts weiter. Hinten war noch einer. So. Komm. Machen Abgang. Edelsteine. So. Tschüss. Und tschüss. So, Hütchen. Nehmen wir uns auch gleich. Huch, ja, sollten wir uns holen. Noch ein paar Edelsteine. So. Nehmen wir hier Hütchen mit. Edelsteine. So, hier ist eine Welt. Dry Canyon. Okay. Ich glaube, die Zelte, genau, die kann man abfackeln. Und da sind auch manchmal Gegner drunter. So, bam. Da ist keins drunter. Was ist das hier? So weiß ich nicht. Irgendeine Suppe. So, das ist schon die nächste Welt.
nicht recht versteckt. Cliff Town. Ja, komm. So. So. Und so. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Tschüss. Und ja, hier ist der nächste Ballonfahrer schon. So, und so. Haben wir uns die auch schon geholt. Okay, da brauchen wir einen... Ne, stimmt, da brauchen wir gar keinen Schlüssel für. Für die Dinger können wir, glaube ich, einfach die Kanone nehmen. Zünden wir mal. Okay, das Ding hat das da geöffnet. Dann brauchen wir wohl für die Kiste hier vorne irgendwie eine andere Kanone. Gucken wir mal. Auf jeden Fall die Kiste da rechts, die können wir noch zerstören. Denke ich mir einfach mal. Meh, 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 meh. So, Feuer. Die sollte auch kaputt gehen, denke ich mal. Jawohl. So. Dr. Shen. Der Boss wahrscheinlich. Und... Dr. Shen, ja, den kenne ich auch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn hier auf der Plattform, auf der ich bin, mit dem Namen mehr als hier im Spiel, muss ich sagen, wenn ich diesen Namen lese. Aber ganz ehrlich, der macht... Ja, es gibt nämlich einen, ja, wie gesagt, der heißt auch Dr. Shen, müsst ihr mal abchecken. Der macht echt gute Musik, also aus den Spyro-Original-Soundtracks, also... Deswegen heißt er auch, glaube ich, so, weil er ein Fan von dem Spiel ist. Finde ich gut, was er macht. So, was wollte ich jetzt nochmal machen? Genau, die Kanonen. Sind hier noch irgendwo Kisten, die ich zerstören kann? So, hier sehe ich nichts. Okay, brauche ich die Kanonen hier wohl nicht. Stecker wurde eingesteckt. Okay, ich hoffe, mein Sound wird jetzt immer noch aufgenommen. Da muss ich gleich ganz ehrlich mal nachgucken. Falls nicht, dann mache ich dann einen Cut. Hi, Spyro. Sparks, die Libelle hat dich gut beschützt. Füttere sie so oft wie möglich mit Schmetterlingen, um sie bei Kräften zu halten. Ja, genau. Ja, wie gesagt, Windows hat hier gerade angezeigt, mein Stecker vom Headset wäre rausgegangen. Habe ich gerade wieder eingesteckt. Ja, der Stecker ist schon ein bisschen gnorksig, beziehungsweise eigentlich nicht der Stecker, die Buchse. Ich habe jetzt, sage ich mal, nicht so ein hochwertiges Gehäuse. Alles aus Plastik eigentlich. Nichts irgendwie aus Metall oder sonst was. Deswegen gucke ich da gleich nochmal und... Ja, so, wie kriege ich die Kiste hier vorne kaputt? Gucken wir nochmal. Kanone, längs, längs, Feuer. Okay, kann ich doch mit der machen. Und ja, falls ihr mich jetzt gerade nicht hören solltet, dann müssen wir mal gucken, so wie komme ich jetzt da oben hin. Dum, 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 dum. Nein, okay, jetzt sind wir doch tot. Mano. Ja, und die Gegner sind alle wieder da. Na super. Denke ich zumindest. Ich fucke erstmal wieder die schönen Dinger hier ab. Oder? Ne, die Gegner sind nicht wieder da. Das ist schön. Irgendwo gab es ja auch noch einen Eierdieb. So, aber wie kommen wir jetzt da nach oben? Ach, wir müssen das Ding da abschießen. Genau. Kanone drehen. Und Feuer. So, Treffer. Und jetzt da rüber. Oh mein Gott, ist das hoch. So. Da hinten kommen wir wieder zum Anfang. Und dort oben, meine ich, ist noch eine Welt. Genau. Da will ich aber noch nicht hoch. Und ich meine, das ist der Flight, ne? Der Night Flight. Das wäre diese Flugbahn, Level, was auch immer. Die machen wir aber jetzt noch nicht. Und wir sind schon wieder tot. Oh Mann, ich sollte mal ein bisschen mehr aufpassen, sonst verschwende ich die ganzen Leben. Dun, 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 dun.
Oh Mann, schon wieder. Ich bin ein rücksichtsloser Fall. So. Da ist Eierdieb. Den holen wir uns natürlich auch. Der ist gar nicht weggelaufen. Okay. Ja. So geht's auch. Eierdieb einfach mal nicht weglaufen. So. Schlüssel. Und Drache. Gunnar. Ein deutscher Name. Gute Arbeit, Spyro. Mach so weiter und du wirst deine Bestimmung erfüllen. Bestimmung? Ich trete lieber ein paar Leuten in den... Grill einfach alle Feinde und finde die Schätze. Gute Zensierung. Ja, ist ja auch ein Spiel ab 6. Also das muss ja gut zensiert sein. Sehe ich auch irgendwo ein. Aber heute ist das, glaube ich, gar nicht mehr so ernst genommen, diese Zensierung. Auch wenn überall die fetten Aufkleber draufstehen. Naja. So. Und heute sind eh alle Spiele, ein Großteil der Spiele, sind heute, sag ich mal, nicht mehr an so junge Spieler gedacht. Sag ich jetzt einfach mal so. Meine Meinung. Hat ja jeder andere. Und so, wir haben alle Edelsteine. Eieiei. Und ja, würde ich sagen. Oh, ich weiß nicht, soll ich schon einen Cut machen? Ach komm, den Fluglevel, den machen wir noch. Weil ich den so toll finde. Den Flug. Ja. Flüge mag ich eigentlich. Viel jetzt bei ersten Jahr nicht, diese Flüge. Obwohl ich die eigentlich ganz toll finde. Night Flight. Und ja, los geht's. 1200. Okay, Ringe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Nein, ich kann kein Spanisch. Nur, ich hab das mal vom Kumpel gehört. Ins 18 oder so. Oder war es der Stopp für Spanisch damals? Weiß ich gar nicht. Naja. So, 6. 7 und 8. Damit hätten wir die vollständig. Dann würde ich mal sagen, kommen jetzt die oben hier. Da oben ist so ein, genau, so eine, na, Lampe. Oh, und ich übersehe gerade irgendwie alles. Okay, machen wir es mal den an. Dann so oben. So, oben. Bogen. Bogen. Okay, ich glaube, die Zeit wird nicht reichen. Oder? Ich glaube es nicht. Oder? Gucken wir mal. So. Nächste Lampe. Oder? Reicht es doch noch. Doch. Hat noch gereicht. Alles eingesammelt. Fertig. Neuer Rekord. Level beenden. Fertig. So schnell geht das. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich nochmal einen Cut. Weil, wie gesagt, das mit dem Stecker sollte ich auch nochmal überprüfen bei meinem Audio-Input-Device. An der Front vom PC, ne? Und ja, würde dann sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Spyro. Aber ich würde noch gern vorher speichern. Genau. Hier geht das ja immer ganz gut. Speichern. Memory Card. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Spyro. Ja, mit dem Schokobomber, ne? Ciao.